Mehr da, der Götz Lauterbach mit 68,67. Zweiter Platz Hans-Peter Eschweiler. Auch nicht mehr da? Und den ersten hat gemacht der Heiko Flommersfeld. Der ist glaube ich noch da, ne? Heiko? Nö, auch schon nicht mehr da. Kurzen Applaus und einmal Start. Ja, da kann man leider nichts machen. Okay, auf den Optik Revolver gab es nur zwei Starter. Den zweiten Platz hat gemacht der Bernhard Paul mit 64,19. Und ganz toll finde ich, den ersten Platz hat gemacht der Michael Haupt mit 72,37. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also der Michael hat einen mehrfachen Bianchi-Weltmeister in 1500 Weltmeister in Revolver Optics geschlagen. Ja? Respekt.